أما بالنسبة للتعذيب فكل يوم بتجدد أساليب، تبتكر أساليب جديدة في تعذيب وتتفنن في تعذيب الأسرى في داخل سجون الاحتلال. Folter ist auch im Alltag. Also jeden Tag gibt es Folter. Es ist allgegenwärtig und es gibt ständig neue Foltermethoden, die erfunden werden. Viele von den Asylanten berichten über diese Folter. Die Gefangenen sprechen sehr häufig über diese Folter. Und viele von ihnen haben so viel Angst, weil sie eingeschüchtert wurden durch diese Foltermethoden, dass sie nicht bereit sind, auch nur ein Wort darüber zu sprechen. Ein Gefangener vor einiger Zeit zum Beispiel war er sozusagen runter, als er ins Gefängnis kam und einige Zeit später kam er im Rollstuhl raus. Auch die Erniedrigung, die fast alltäglich gemacht wird, indem sie sich ständig nackt ausziehen müssen. Ja, das war oben. Mich würde mal interessieren, ob es nach der Gefangenschaft, also wenn sie freigelassen werden, ob es da psychische Betreuung gibt, ob es da irgendwelche Hilfen für die Gefangenen gibt. نعم يوجد هناك علاج من وزارة شؤون الأسرى والمحررين وفي مؤسسة التعاون معها. Ja, es gibt schon eine gewisse Betreuung, eine psychische Betreuung. Es gibt einmal dieses Ministerium für die Angelegenheiten der freigelassenen Gefangenen. Und es gibt auch eine Reihe von Organisationen, die sich mit diesem Thema befassen. Dieser Verein zum Beispiel ist ein Verein der christlichen Jugend, die sich speziell... YMCA. Ah, YMCA, okay. YMCA. Okay. Die befassen sich vor allem mit diesem Thema. Okay, ja, bitte. Was ist mit der UN-Menschenrechtskommission? Die könnte sich doch eigentlich mal engagieren oder gucken. Oder ist die Frage naiv? Ich weiß nicht. Die Frage war, wo bleiben die UN? Menschenrechtsorganisationen, wo bleiben die Menschenrechte? Ob das jetzt eine naive Frage ist oder was ist damit? Jeder Mensch auf dieser Welt hat theoretisch Anspruch auf Menschenrechte, nur die Palästinenser bei den israelischen Behörden haben keine Rechte. يعني لو جندي إسرائيلي قتل فلسطيني إما بيقولوا عنه إنه مجنون. Wenn also sehr häufig wenn ein Israeli einen Palästinenser umbringt, dann wird er entweder erklärt als verrückt oder als geistig gestört. أو يكافئ بخدمة اجتماعية لمدة 6 شهور وغالبا ما بيعملش فيها في مؤسسات اجتماعية. Und sehr häufig werden sie dann verpflichtet, 6 Monate irgendeine Art sozialen Job anzunehmen und dann werden sie wieder freigelassen. كثير من المؤسسات تقدم الشكاوى بحق الجنود ما يمارس الجنود الإسرائيلي بحق الفلسطيني. Sehr viele Organisationen reichen Klagen ein gegen diese Praktiken, die Israelis haben gegen die palästinensische Bevölkerung. Doch ohne, dass irgendwie Ergebnisse daraus kommen. Aber die Frage war, ob die UN-Kommission, ob die auch irgendwo in Kraft tritt, das war nicht mehr seine Frage.
Sinne. Kann man nicht einfach so ignorieren, wenn die da mal wirklich nachhilft. Das ist doch eine Angelegenheit für die Information. احنا في عنا توثيق لهذه الامور كلها خاصه بكل محافظه من المحافظات وتم ارسالها الى الامم المتحده ولكن لغايه الان لم يتم التصرف بحق اسرائيل باي شيء. All diese Dinge werden ja akkurat dokumentiert und die UN-Kommissionen erhalten auch diese Berichte regelmäßig. Doch wir haben bisher keinen nennenswerten Druck auf Israel erfahren. Und wenn mal tatsächlich eine Verurteilung drohen sollte, dann sind die Amerikaner mit ihrem Veto sofort da. Und die anderen? Ich habe eher eine persönliche Frage. Ich wüsste gerne, wenn sie bereit ist zu antworten, warum sie verhaftet worden ist, in welchem Gefängnis sie war und warum. Wie lange entscheidend. Ich wurde 91 verhaftet im Rahmen der ersten Intifada. Wir hatten Ausgangssperre. Mein zweiter Sohn war krank. Er war etwa 13 Jahre alt. Ich habe ihn begleitet zu einem Arzt, der in unserer Nähe ist. Und die israelischen Soldaten standen da in der Straße. Sie haben versucht, mir meinen Sohn zu entreißen, um ihn zu verhaften. Doch habe ich den israelischen Soldaten weggeschubst und mein Sohn ist dann weggerannt. Und deshalb wurde ich verhaftet und wurde dann, musste 6 Monate in Haft bleiben. Erschwerend kam natürlich in meinem Fall hinzu, dass in meiner Familie mehrere Mitglieder verhaftet sind. Zum Beispiel mein Bruder war verurteilt für 17 Jahre. Ein zweiter Bruder 13 Jahre. Und ein dritter wurde für 3 Jahre verhaftet und dann nach Jordanien abgeschoben. Und ein anderer Bruder war 6 Monate verhaftet und war auch angeschossen im Bein. Auch mein Vater war mit seinen 64 Jahren für 6 Monate ins Gefängnis geschickt worden. Und ich habe 6 Monate gesessen. Bitte oben, ja bitte. Vielleicht habe ich es am Anfang nicht hören können. Wie sind die allgemeinen Lebensumstände in diesen Gefängnissen, abgesehen von der Folter jetzt? Wie leben diese Gefangenen? Nochmal vielleicht zur Präzisierung, geht es Ihnen darum, wie die Palästinenser selber die Gefangenen ihren Anteil gestalten oder wie sie leben können? Können sie schlafen, wird ständig Licht gemacht oder kriegen sie Essen, aber ich kann nicht alles. طبعا اوضاع الاسرى في داخل السجون اوضاع سيئه جدا الاكل ما بيحصلوش عليه نوع جيد ولا كميه جيده Die Verhältnisse sind leider sehr, sehr schlecht. Die Gefangenen zum Beispiel, wenn es um die Versorgung mit Lebensmitteln geht, die erhalten weder ausreichend noch entsprechend gute Qualität. Sie haben immer nur sehr, sehr wenig Licht in den Zellen. Die Wände sind sehr rau. Sind in der Regel auch eher grau.
حرمانهم من كثير من الأشياء داخل السجن، سحب الكتب منهم مثلا. Ständig werden zum Beispiel Bücher konfisziert, wenn man sie entdeckt. Sehr häufig werden auch Hunde reingeschickt, um sie dann zu durchsuchen. Es ist wirklich auch eine Folterhaft, und das ist nur alles andere als Hotelumgebung sozusagen. لأنه في أحيانا في الليل بيصحون في نص الليل بيخلعهم الكلاب بيفتشوهم بيطلعهم عرى يعني إنه مش كفاية. Das ist ein Teil des Alltags, dass sie immer wieder nachts kommen und mitten in der Nacht die Gefangenen zwingen, sich auszuziehen, rauszugehen. Mitten in der Nacht werden ihnen die Hunde reingeschickt, etc. Und auch zu den alltäglichen Praktiken sind, dass die Inhaftierten mitten in der Nacht, vor allem wenn es kalt ist draußen, gezwungen werden, nackt draußen zu sein. Ja, dazu. Können Sie das noch bitte konkretisieren? Wie sieht es aus mit Hofgang? Wie sieht es aus in die Gemeinschaftszellen oder ist es eher Einzelhaft? Wie sind Sie sich beschäftigen? Gibt es eine Bibliothekszugang zum Beispiel? في بعض الغرف يكون فيها طبعا صغير كثير بس توسع لتحت طابقين فيها اثنين مع الحمام فيها مع المطبخ في غرفة واحدة مساحتها يعني جزء على 2-3 متر هاي الغرفة. اثنين ثلاث متر غرفة حتى أقل منه مع تختين طابقين مع الحمام فيها مع المطبخ صغير يعني. Einige der Zellen sehen so aus, dass immer zwei Gefangene drin sind und die haben etwa 2x3 Meter Größe und da sind zwei Betten drin, eine Toilette und eine Art Miniküche, wie auch immer. Andere Zellen, da werden 10 Gefangene drin inhaftiert. وهذا القسم بيكون فيه حوالي 12 غرفة اللي هي بتوسع حوالي 120 أسير من الأسرة. Normalerweise gibt es so etwa 12 solche Zimmer, also insgesamt dann in so einem Trakt sind dann 120 Gefangene. مساحة صغيرة عدد كبير. Sehr kleine Fläche, sehr große Anzahl von Gefangenen. Aber für Zinazien. Aber in den Einzelhaftzellen. Wir können bis Mode tachet, ja, wir können tachet, und dort der Hammam al-Haddo, Baftuha, und Mosri. Da ist in der Regel gerade mal Platz für ein Bett, für eine Art Plumpsklo und ein Waschbecken. طبعاً الأسرى بيفضلوا يشتغلوا مع في داخل السجن مع الجنود مع إدارة السجن، ولكن فيهم أشغال، في طبعاً في حياة مستمرة داخل السجن بين الأسرى. Die Gefangenen versuchen selbst ihren eigenen Alltag zu gestalten, versuchen also in der Gemeinschaft dann noch etwas zustande zu bringen. Zum Beispiel versuchen sie unter sich dann die Aufgaben zu teilen, sodass jeder mal an der Reihe ist, für die Gruppe ein Frühstück vorzubereiten. Sie versuchen dann, sich selbst weiterzubilden, indem dann Einzelne dann ihr Wissen, sofern sie über irgendwelche Informationen verfügen, weiterzugeben.
Es gibt, Sie haben die Möglichkeit, für eine Stunde dann eine Art Hofgang zu machen oder Sport zu machen, aber sehr häufig wird Ihnen diese Stunde auch weggenommen. في ساعة من القيلولة اللي بحب الواحد بدون صوت بدون أي حركة بحب يقرأ يطرز يعمل أشغال فنية فيها يكتب. Es gibt auch eine Stunde, wo absolute Ruhe herrschen muss und die meisten beschäftigen sich dann in dieser Zeit mit Lesen, mit Sticken, mit irgendwelchen Handarbeiten. بعدها جلسة ثانية بتكون تثقيفية. Und was Sie jetzt im Alltag, im selbstorganisierten Alltag, versuchen Sie dann auch mindestens eine Stunde am Tag für Weiterbildung zu nutzen? Und da, wo es möglich ist, versuchen manche dann eben Handarbeiten zu machen. Das heißt, wir, also die palästinensischen Gefangenen, haben versucht, aus diesen Gefängnissen Ausbildungsstätten zu machen. Ich persönlich habe während meiner Haft in einem der Gefängnisse, da war ich 3 Monate in diesem einen Gefängnis, habe ich 38 Bücher gelesen in dieser Zeit. Zusätzlich zu einzelnen Handarbeiten, die ich in dieser Zeit auch erstellt habe. Das ist auch die einzige Möglichkeit, sich auch ein bisschen abzulenken und nicht dauernd nur an die Kinder, an die eigenen Kinder zu denken oder denken zu müssen. Welche Handarbeiten? Stickereien wie zum Beispiel so traditionelle Tücher oder auch Malen oder ähnliche Sachen. Okay, ja, Lutz. Ja, meine Frage ist, ob das internationale Rote Kreuz schon mal einen Besuch gemacht hat in den israelischen Gefängnissen, um sich über die Lage und Haftbedingungen der Palästinenser zu informieren. صح بتشوف حالته ولكن ما بتستطيع تحكي أي كلمة حتى لو شافت يعني أصناف العذاب على الأسير ما بتحكي ولا بتقدر تحكي هذا الحكي نهائي. Das Internationale Rote Kreuz besucht zwar die Gefängnisse und sie treffen manchmal die einzelnen Gefangenen, aber selbst wenn sie Folterspuren zum Beispiel, frische Folterspuren sehen, sprechen sie überhaupt nicht öffentlich darüber. Okay, Nusrin hat sich gemeldet, aber war sie nicht schlüssig, aber Nusrin. Eine Wissung, wieso leider nicht translate? أوكي. بس حابة أضيف كلمة إنه هذي هلا الصليب الأحمر في عنده التزام إنه دخوله للسجون في أي دولة بالعالم كلجنة صليب أحمر دولية مكفول بإنه لا خيار الإعلام أو الإعلان عن أي حالة مهما كان حالتها سيئة في أي سجون في العالم منها السجون الإسرائيلية إلا كخيار أخير فالصليب الأحمر بفضل إنه يسكت عن أي حالة بيشوفها في مقابل إنه يبقى يضل عنده access للحالات الثانية فهو بيصير هم في ميزان خسارة ممكن مقابل حالة يعلنوا عنها يخسر الدخول. Das internationale Rote Kreuz ist ja verpflichtet oder hat ja eine Policy, dass sie einzelne Fälle oder über Sie haben also auf der einen Seite haben Sie ja die Möglichkeit, Zugang zu bekommen zu den Inhaftierten in allen Gefängnissen der Welt, auch in Israel. Auf der anderen Seite versuchen Sie sich sehr zurückzuhalten mit öffentlichen Berichten. Und das versuchen Sie, dass das nur wirklich als letztes Mittel genutzt werden kann. Denn Sie gefährden Ihre eigene Arbeit, wenn Sie zu viel über einzelne Fälle berichten. Dann wird Ihnen dann der Zugang verwehrt. Und Sie wollen das nicht kompromittieren. Und deswegen haben Sie ein striktes Schweigegelübde sozusagen. In der Regel reden Sie nicht öffentlich über diese Fälle. Okay.
Ja, ich wollte nur mal fragen, mir ist es nicht klar, es ist ja auch ein Grundrecht, kriegen die Gefangenen die Hälfte, die kriegen wenigstens einmal am Tag eine warme Mahlzeit. Das ist mir nicht klar geworden, das sehen Sie aus einigen Bildern. Da müssen die selber aufschauen. مرة واحدة لحمة في الأسبوع ومرة واحدة دجاج طبعا الكمية قليلة جدا مع الرز ني احنا كنا حاولنا نطبخه على هيك بلاطة داخل السجن حكي نساء يعني بس بعرف شو بسوي لا مش ني ني يعني رز زي هم einmal in der Woche wird ihnen entweder Fleisch oder Huhn angeboten, serviert. Die Mengen sind aber sehr, sehr klein. Die Portionen sind sehr, sehr klein. Und es wird ihnen angeboten mit halb gekochtem Reis ungefähr. Und sie versuchen es selber mit eigenen Mitteln dann noch zu Ende zu kochen in der Zelle. Einmal hatten wir 7 Tage Hungerstreik gehabt und als wir mit dem Streik aufgehört haben, haben sie uns dann eine Suppe serviert, in der die Würmer schwammen. Es ist wirklich ein sehr, sehr trauriges, schweres Leben. Aber da hat das Rote Kreuz schon mal was Mut aufzubauen. Ja, in den 70er-Jahren hat mein Vater in diesem Sijin gearbeitet. Er hat mit dem Habtel-Bandur in der Zeit von 7 Menschen. In den 70er-Jahren beispielsweise, da war mein Bruder in Haft, da haben sie eine Tomate für 8 Personen serviert. Und Würmer sind ja eiweißhaltig. Wenn man über die Nachfolge von Abbas redet, wird der Name Barghouti immer wieder genannt. Barghouti sitzt aber im Gefängnis. Wissen Sie, warum Barghouti im Gefängnis sitzt und welche Position hat er in der palästinensischen Bevölkerung? Marwan Barghouti ist einer der Qadi in der Bewegung Fatah. Marwan Barghouti ist ja einer der führenden Kräfte in der Fatah. هو كان تقريبا ابن المدلل للشهيد الراحل ياسر عرفات. Er war sozusagen ein sehr nahe Vertraute von Präsident Arafat. هو حاليا عضو لجنة مركزية منتخب في حركة فتح. Er ist zurzeit auch im Exekutivkomitee der Fatah als Mitglied gewählt. عضو مجلس تشريعي منتخب برضه هو داخل السجن. Ist auch Mitglied der Nationalversammlung, der wurde auch in dieses Amt gewählt, als er im Gefängnis saß. ولو رشح نفسه للرئاسة لفاز بها. Und wenn er kandidieren würde für die Präsidentschaft, dann würde er wahrscheinlich auch gewählt werden. Ich habe Sie auf der Liste, aber Sie waren hier bei mir. Nein, ich habe Sie erst. Er ist wie viele andere politische Führer des Landes deswegen in Haft, weil er politisch aktiv ist. Ich habe 2 Fragen. Erstens, sind in den Gefängnissen als Gefangene nur Palästinenser? Es wurde vorhin gesagt, dass wenn man ins Krankenhaus transportiert wird, die Palästinenser gemeinsam mit kriminellen Israelis transportiert werden. Und die zweite Frage, es wurde vorhin gesagt, dass die Vertreter des Roten Kreuzes nicht an die Öffentlichkeit gingen, um ihre Arbeit nicht zu gefährden. Worin besteht die Arbeit, wenn sie, die sie nicht gefährden wollen? Wenden sie sich an die israelische Regierung in mehr oder weniger öffentlichen Gesprächen oder was tun sie? Welche Arbeit wollen sie nicht gefährden? Okay.
في السجون يوجد أول شيء فلسطينيين ويوجد من الدول العربية كمان أسرى، لكن السجناء الجنائيين هم بمعزل عن السجناء الأمنيين. أما إذا In den Gefängnissen sind neben den Palästinensern aber auch andere Gefangene aus den arabischen Ländern. Es gibt allerdings auch eine Trennung zwischen den Kriminellen, die inhaftiert sind, und denjenigen, die aus politischen und ähnlichen Gründen inhaftiert sind. أما إذا أحبوا معاقبة أي أسير فلسطيني فيتم نقله إلى السجن الجنائي عند السجناء الجنائيين اليهود. Sehr häufig, wenn Sie einen Gefangenen besonders unter Druck stellen setzen wollen, dann wird er zusammen mit kriminellen Häftlingen gesteckt. من الذين يتعاطون الحشيش والمخدرات وأصحاب السلاح. Die sehr häufig auch sehr viel mit Drogen und ähnlichen Delikten zu tun haben. Aber sind Israelis auch dabei? Es hieß Palästinenser und andere arabische Menschen. Sind auch Israelis dort? Nein, das sind in der Regel nur arabische Gefangene. لجنة الصليب الأحمر صح ما بتعمل إشي هي، ولكن هي بتقوم بعملية توثيق لا أكثر ولا أقل. Das Internationale Rote Kreuz geht nicht an die Öffentlichkeit, aber sie tun durchaus eine wichtige Arbeit, indem sie diese Fälle dokumentieren. Das hilft ja auch nichts. Ich meine, ich dachte, sie würden intern nicht öffentlich vielleicht irgendwo verhandeln. Wir كلهم بينقول مثلا شو احنا بنحكي ايش بواجه مثلا اهل الاسرى او الاسرى، ولكن دون تبدو طبعا ما بتعمل شيء. Das Internationale Rote Kreuz tut, ist, dass sie diese Fälle dokumentieren und sie konfrontieren dann auch die israelische Regierung damit, allerdings nicht in der Öffentlichkeit. Das tun sie dann hinter verschlossenen Türen, und leider, es ändert sich aber trotzdem nichts für die Inhaftierten. Wollten Sie noch fragen oder war das alles? Ich wollte nur fragen, als Sie inhaftiert wurden, gab es da irgendwie ein Verfahren oder wurden Sie einfach für 6 Monate weggesperrt? Es gab eine Verhandlung vor Gericht. وغير المحاكمة تعرضت كمان بعد أن تحكمت 6 شهور، رجعت كمان على التحقيق 14 يوم، يوم على التحقيق ويوم جهاز كشف الكذب، غير التهديد والوعيد أنه ما عجبهم الحكم هذا اللي أخذته. Für die Behörden war allerdings die Strafe, die ich erhalten habe, nicht streng genug. Deswegen haben sie mich, nachdem ich freigelassen wurde, noch einmal 14 Tage in Verhöre geschickt. Unter anderem auch mit Lügendetektor und ähnlichen Mitteln. Ich wurde während dieser Verhöre immer... Man hat mir gedroht, meine Familie, meinen Ehemann zu inhaftieren, meine Kinder zu inhaftieren oder mein Haus zu zerstören. Man hat ihr gedroht, wenn sie nicht sozusagen kollaboriert, dann würde man versuchen, auch ihren Ruf zu ruinieren, also falsche Dinge über sie in Umlauf bringen. Als eine konservative islamische Gesellschaft, wissen Sie, was das bedeutet? Es ist schon ein sehr großes Druckmittel, wenn man Menschen damit droht. Das hat aber bei mir nicht gewirkt. Ich möchte gerne wissen, inwieweit besteht die Zusammenarbeit oder die Hilfe untereinander? Es gibt Rotes Kreuz, es gibt Amnesty International, es gibt den Internationalen Gerichtshof, es gibt, ich weiß nicht, besteht da eine Zusammenarbeit zwischen diesen einzelnen Organisationen? Amnesty International. طبعا احنا الوزير الاسرائيلي القرار كان نقل هذا المجتمع الدولي كله، يعني اخر مرحله راح فيها كان على جنيف، نقل معاناه الاسرى في داخل سجون الاحتلال.
Was wir sagen können, ist zum einen, dass wir unsere Aufgabe tun, zum Beispiel der Minister, also bei der palästinensischen Autonomiebehörde, der Minister für die Angelegenheiten der Gefangenen, hat vor vielen internationalen Gremien, zuletzt auch in Genf vor kurzem, ausführlich die Situation der Gefangenen dargelegt. Insofern wissen alle internationalen Gremien von den Geschehnissen dort. Ja, schützen die sich auch ein bisschen untereinander. Das heißt, Amnesty International stützt um das Rotes Kreuz, Rotes Kreuz versucht wieder, dass die Rote untereinander zusammenhalten. Ja, das ist nicht ernst. Ich habe die Informationen von Mؤسسين. Zum Beispiel, Betsalem, die doch Informationen von einem kanadischen Asyl an Israel. Die Zusammenarbeit vielleicht auf dem Gebiet der Informationsbeschaffung, also dass wenn eine Organisation etwas dokumentiert hat, dann stellt sie das den anderen auch zur Verfügung, die das dann weiter verfolgen. Aber hier kriege ich dann einen Protest oder ein... Amnesty hat eigene Researcher. Okay. Also Amnesty hat eigene Researcher, die selber ihre eigenen Daten ermitteln und Amnesty vertraut sozusagen nur den eigenen Quellen. Gibt's شكراً حليمة على وجودك معنا هون. ممكن توصفي لنا بالضبط شو بيصير في الغراب عن الطعام الناس اللي قربت 100 يوم أو 66 يوم؟ مين الهيئات اللي بتيجي وبتتعامل معهن؟ متى بيجوا الدكاترة؟ متى بيجوا انتو اللجان؟ Die Frage ist, zunächst einmal danke, dass Sie heute bei uns sind. Können Sie uns etwas erzählen über die Gefangenen, die in Hungerstreik treten? Wie läuft das denn ab, wenn jemand über 100 Tage in Hungerstreik ist oder 66 Tage Hungerstreik ist? Wie kümmern sich denn Ärzte, Gremien, Organisationen, zum Beispiel Ihre eigene Organisation, um diese Gefangenen? طبعا في بلاد الأسير الفلسطيني بيرسل محامين لزيارة هؤلاء الأسرى في داخل السجون. كمان وزارة الأسرى بترسل محامين بتطلع على أوضاع الأسرى داخل السجن. مؤسسة أطباء بلا حدود في داخل الخط الأخضر كمان بيروح يزور الأسرى المضربين عن الطعام. إذا كانوا بحاجة للعلاج بيقدموا لهم العلاج اللازم لهم. الأسرى في داخل في هاي الفترة بيرفضوا تناول أي نوع من الطعام أو المشروبات. في المرحلة الأخيرة هم أعطوهم فيتامين لهم في داخل السجن. Sobald bekannt wird, dass ein Gefangener in Hungerstreik getreten ist, dann gibt es von unserer Organisation, aber auch vom Ministerium für die Angelegenheiten der Gefangenen, werden zunächst einmal auch Rechtsanwälte dorthin geschickt, damit sie seinen Fall betreuen können. Es gibt Ärzte, zum Beispiel auch die Organisation Ärzte ohne Grenzen kümmert sich, indem sie dann die Gefangenen dann aufsuchen in ihren Gefängnissen in Israel selbst. Und dann gibt es eine entsprechende Betreuung, die dann zum Beispiel zu einem bestimmten Zeitpunkt im Hungerstreik versuchen die Ärzte, soweit es geht, dann wenigstens Vitamin noch zuzuführen zu den Flüssigkeiten, die sie zu sich nehmen. Auch palästinensische Knesset-Abgeordnete besuchen oder versuchen diese Streikenden in den Gefängnissen zu besuchen. Die israelischen Behörden haben häufig als Druckmittel die Angehörigen dieser Streikenden dann geholt, damit sie Druck ausüben auf ihre eigenen inhaftierten Angehörigen, damit sie ihren Streik beenden. Doch bislang waren die Streikenden immer sehr standhaft und haben das Ende ihres Streiks immer an ihre Forderungen dann gekoppelt. Vielleicht der bekannteste Fall, der hier auch in der Öffentlichkeit bekannt wurde, ist der Fall des inhaftierten Khodr Adnan. Gut.
Meine Frage bezieht sich auf die inhaftierten Kinder. Und zwar würde ich gerne wissen, welche Vergehen haben sie begangen? Wie lange werden sie inhaftiert und kümmert sich zum Beispiel eine Organisation wie das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen, UNICEF zum Beispiel, um die Fälle und inwieweit haben sie Einwirkungen? يتم اعتقال الأطفال أحيانا بأثناء مشاركتهم في المسيرات السلمية إذا رمى حجر على دورية ماشي. Kinder werden häufig im Rahmen dieser wöchentlichen Proteste inhaftiert, vor allem natürlich, wenn sie auch Steine werfen. في من الأطفال يتم حكم أحكام عالية كمان. سنوات عديدة. Einige Jugendliche haben mehrjährige Haftstrafen bekommen. Wir haben zum Beispiel den Fall eines Jugendlichen aus Tulkarim, der mit 14 inhaftiert wurde und mit 28 aus dem Gefängnis wieder rauskam. Mit anderen Worten, selbst wenn Jugendliche bei uns von irgendetwas träumen, das sie tun würden, werden sie deswegen schon ins Gefängnis geschickt. Okay, Sie waren hier in der Mitte. Ja, genau. Ja, ich wollte mal fragen, wie weit die Rechtssicherheit bei gesprochenen Urteilen liegt. Also das heißt, wenn man zum Beispiel für 10 Jahre Haft verurteilt wurde, ob dann wirklich nach 10 Jahren der Freispruch kommt. Das ist der طبعاً في الحكم العادي إذا حكم مثلاً 10 سنوات بيتم الإفراج عنه بعد 10 سنوات ولكن أحياناً بيتم تحويله بعد الحكم إلى بعد الإفراج عنه إلى حكم إداري مباشرة أو اعتقاله بعد ثاني يوم من الإفراج عنه يعني مش ما بيتم يعني الإفراج عنه عادي والسلام. Rein formal gesehen, wenn jemand zum Beispiel eine 10-jährige Haftstrafe bekommen hat, der wird tatsächlich nach 10 Jahren auch wieder freigelassen. Aber sehr häufig gibt es sofort im Anschluss an diese formale Haftentlassung im Prinzip, gibt es wieder eine anschließende Administrativhaft. Und so versucht man die Leute dann doch länger dann in Haft zu lassen. Oder sie werden tatsächlich freigelassen und am nächsten Tag wieder inhaftiert. Und so häufig haben wir den Fall, dass die Leute mit eben als junge Erwachsene mit 20 Jahren beispielsweise ins Gefängnis kommen und dann als ja, fast alte Leute mit 50 wieder rauskommen. Das sind sehr häufig absolut ungerechte und überzogene Strafen, die in keinem Fall in einem vernünftigen Verhältnis zu den Vergehen stehen. Ja, ich möchte nochmal auf Amnesty zu sprechen kommen. Hier wurde ja gesagt, Amnesty hätte eigene Quellen, eigene Recherche. Amnesty hat ja schwerpunktmäßig die Denunzierung vor allem von solchen Situationen in den Gefängnissen, vor allem wenn es sich um Folter handelt. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich hier einmal eine Aktion von Amnesty über die Verhältnisse der palästinensischen Gefangenen in israelischen Gefängnissen gehört hat. Deswegen meine Frage an Sie. Kennen Sie die Organisation Amnesty? Waren die schon mal bei ihr, um zu recherchieren? لا احنا عمرها منظمش عارفين الدولية ما جتعنا والحقها في المواضيع احنا يعني انا مرة راجعت الصليب الاحمر احكي لك هي الشغلة انه بنلاقي في جايبين مجلات عن الصومال عن مش عارف افغانستان عن
كل هاي الدول بيصير فيها الحروب إلا عن فلسطين. حكيت مرة يعني جيب لنا إشي يفضح المرأة الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، فبقول إحنا ما بنقدر نجيب هذا الإشي، وعمر المؤسسات الدولية ما قالت عنا ولا عملت للفلسطينيين إشي. Leider haben wir bis jetzt nicht die Möglichkeit gehabt, jemanden von Amnesty zu sprechen. Bis jetzt hat uns nie jemand von Amnesty aufgesucht. Ich möchte Ihnen eher auch vielleicht eine Anekdote erzählen über unsere Zusammenarbeit mit dem Internationalen Roten Kreuz. Sie bringen uns häufig Zeitschriften, in denen Berichte stehen über Somalia, über Afghanistan, über verschiedene Länder, aber nie sind Berichte über Palästina drin oder Israel. Und wir sagen Ihnen immer, Leute, bringt uns doch wenigstens einmal irgendeine Zeitschrift, in der ein Bericht auch über unsere eigene Situation steht. Dann sagen Sie immer, nein, das können wir leider nicht. Ja, leider scheuen sich offensichtlich viele Organisationen dazu, viel über Israel zu berichten. Aber wenn man Ihre Organisation unterstützen will, wie kann man das im Internet unter welchem Stichwort bringen? أنا بعرف شغلة كم لازم يكون لنادي الأسير الرئيسي من مشان الفرع إذا بدو أن يوديكم إياه ليميل تبع نادي الأسير أنا مش عارف اسمه. Ich kann Ihnen vielleicht nachher die Hauptadresse angeben von der Hauptorganisation, jetzt nicht nur von der Sektion Dulkarren. Sie haben eine Internetpräsenz und dann können Sie vielleicht dort nachschauen. Jetzt sagen Sie, das ist nur für den einen Herrn. Sie weiß es nicht. Ja, nachher, egal. Wir haben 7 Wortmeldungen noch und dann machen wir Schluss, weil wir auch den Raum hier verlassen müssen. Ich würde gerne nochmal ergänzen, hier die Information, die ich gerade erhalten habe, dass Amnesty hat eine eigene Palästina-Gruppe und sie haben entsprechende Informationen auch, die sie auch hier in Deutschland veröffentlichen. Auch Petitionen, weitere Aktionen, zu denen aufgerufen wird. Vielleicht kannst du gleich mal, bitte ich dir auf Deutsch sagen, bitte Arnold, oder? Ja. Du kannst auf Deutsch. Ja. Also es gibt Amnesty ist aktiv, sie haben verschiedene Aktivitäten, verschiedene Informationsbroschüren, verschiedene Informationen im Internet, die man abrufen kann. Insofern suchen. Wer sucht, der findet ungefähr. Amnesty Palästina Köln und dann kommt man auf die Seite. Okay, also Amnesty Palästina Köln und dann kommt man auf die Seite und kann man weitere Informationen. كلمة Amnesty مش معروفة بالعربي. منظمة العفو الدولية. Die Gesellschaft für bedrohte Völker. Okay. Jetzt hier ist der. Genau, was ist jetzt damit mit palästinensischem Widerstand oder sowas dagegen und auch mit diesem Film, ob der nochmal veröffentlicht wird, dieses Futurus, da ging es glaube ich auch über palästinensischen Widerstand, weil es gab ja auch einen Film von damals hier mit 2009 damit Lemon Tree habe ich mal gesehen, was in eine Welt dann rausgekommen ist, auch mit der Grenze zwischen Palästina und Israel, wo die glaube ich dann so Zitronenbäume gehabt haben und dann wo die dann die Bäume dann, wo sie dummerweise auch noch die Bäume abgeschnitten haben und so. Von Jeff gibt es ja auch noch ein Lied Abdullahi Arafat dann. Ja, was ist die Frage, bitte? Ob es da Widerstand auch dagegen kriegen oder ob da mit dem Hungerstreik, es bringt ja eigentlich hauptsächlich nur den Koch dann was dann oder gibt es auch Falafel dann zum Essen dann in den Gefängnis, weil das ist doch eigentlich das Hauptgericht, das von uns heute auch vegetarische dann auch
Ich habe die Liste geschlossen, aber ich gebe sie bloß selber als Letzte jetzt, okay? Nicht direkt hebräisch. Das ist ein anderer vor Ihnen. Nein. Aber ich kann Sie darauf auf die Liste setzen, obwohl ich die Liste geschlossen habe. Wollen Sie später reden? Okay, dann. Gut, dann Evi. Ali Mali selber angesprochen, dass die palästinensische Gesellschaft auch konservativ ist. Ich wüsste gerne, wie die Unterstützung in den Familien war, Ehemänner und Umgebung für die Arbeit, die sie alle gemeinsam machen, die Frauen in dieser Organisation. Wie wird das aufgenommen? أول شيء الإيمان مطلق بهذا العمل وكونهم عاصروا يعني الاعتقالات كلها يعني لما تقول العيلة كلها معتقلة تقريبا فمش راح منع الزوج إنه أنا مثلا أشتغل فيها أعمل بهذا العمل نهائي. Es ist mehr oder weniger selbstverständlich, dass wir uneingeschränkte Unterstützung erhalten, denn die ganze Familie ist ja betroffen von diesem Problem. Also viele Mitglieder der Familie sind häufig gefangen genommen und viele sind also betroffen. Insofern ist es selbstverständlich, dass alle Mitglieder der Familie Unterstützung zeigen, selbstverständlich auch unsere Männer. ولولا تشجيع الزوج ما يعني أنا ما استمرت لغاية الآن 20 سنة في نادي الأسير ولا وصلت لميونخ. Ohne die Unterstützung meines Mannes hätte ich es niemals 20 Jahre durchgehalten bei dieser Organisation und ohne die Unterstützung meines Mannes wäre ich auch niemals nach München gekommen. Die ثقته في قديش أنا بحب الأسرة والعمل من أجل الأسرة حتى إنه أولادي في البيت يعني يقولوا لي يعني إن شاء الله عاملينا زي ما تعامل الأسرة. Also meine Familie steht hundertprozentig hinter mir, weil sie ja wissen, wie sehr dieses Thema uns bedeutet. Und meine Kinder sagen häufig zu mir, um Gottes Willen, behandle uns doch so wenigstens, wie du die Gefangenen behandelst. Denn niemand außer den Gefangenen selber wissen, was es bedeutet, unter israelischer Haft zu sein. Also meine Frage hat sich teilweise schon beantwortet, aber haben die Gefangenen Zugang zu politischen Informationen aus der Außenwelt oder werden die ihnen systematisch vorenthalten? Also das kann طبعاً بغالب الأحيان إسرائيل تمنع عنهم الجرائد تمنعهم التلفزيونات الفضائيات اللي توصلهم المعلومة. Sehr häufig wird Ihnen diese Information vorenthalten. Vor allem haben Sie sehr häufig keinen Zugang zum Fernsehen und zu den Satellitenkanälen, die in der Regel eine alternative Information anbieten können. Doch sehr häufig erhalten Sie Informationen entweder über Ihre eigenen Rechtsanwälte oder über das Ministerium, das sich um Ihre Angelegenheiten kümmert. Vor allem in Zeiten, in denen Streiks in allen Gefängnissen stattfinden. Vielleicht Bücher und Zeitungen ergänzend. في بدخل هناك الجرائد لداخل السجون بدخل كمان كتب وفي أحيانا الأهل بدخل كتب أنا يعني كانت في مكتب للبنات مكتب كبير كثير لكن أحيانا يمنعهم من دخول هاي المكتبات. Es gibt zwar die Möglichkeit theoretisch, dass man Bücher reinbringt. Es gab auch eine kleine Bibliothek im Gefängnis, die mühsam aufgebaut wurde. Aber es ist sehr einfach oder sehr häufig werden sie daran gehindert, dahin zu gehen.
حتى يبدو منظمتهم كل إنسان إنه إحنا مفرين لهم المكاتب، مفرين لهم أدوات الرياضة، مفرين لهم كل شيء داخل السجن. Und damit versuchen sie ja häufig dann sich als Vorzeigegefängnisse sozusagen nach außen hin zu zeigen, indem sie den internationalen Organisationen zeigen, ja schaut mal, wir haben hier sogar Bibliotheken, wir haben Sportgeräte, wir haben alles, aber sehr häufig dürfen die Gefangenen davon nicht profitieren. بحكي لي انت بتحكي انه ما في شيء للأسرى بقدمهمش. انا رحت وزرتهم وشفت التفاح والموز واللحم والسمك، كل هذا موجود عند الأسرى. ايش بيشتكوا؟ ايش هم بيصرفوا من جيبتهم؟ اهليهم بينفقوا على الاسير حوالي في الشهر حوالي 1000 شيكل حتى يشتروا الطعام على نفقته الخاصه، مصدر دخل اصبح لهم الاسير. Einmal habe ich Besuch gehabt von einem Verantwortlichen des Roten Kreuzes. Er hat gesagt, Sie sprechen immer, dass die Gefangenen keinen Zugang haben zu Büchern, zu Obst, zu sonst was. Und ich war doch dort, ich habe das Gefängnis besucht und ich habe dort Äpfel, Bananen, alles Mögliche gesehen. Da sage ich ihm, ja, leider ist es halt so, dass sehr häufig die Gefangenen, also die Eltern der Gefangenen, die Angehörigen, zahlen bis zu 1000 Schekel pro Monat, um diese Dinge den Gefangenen zu ermöglichen. Das heißt, die Gefangenen sind für die Israelis zu einer sehr wichtigen Einnahmequelle sogar geworden. Und auf diese Art und Weise werden auch die internationalen Menschenrechtsorganisationen in die Irre geführt. أجوا مسؤولين من الصليب الأحمر حتى يزوروا هذا السجن، فأعطونا المنظفات، ما كان عندنا منظفات حتى بداخل المعتقل. الغرفة عبارة عن غرفة فيه أربعة خط طابقين يعني حوالي 8 فيه، كلها غرفة صغيرة، فأعطونا أن ننظف الحمامات، ننظف الأرضية قبل ما يجي عندنا الصليب الأحمر، قمنا بهذا الحكي إحنا. Als ich selbst in Haft war in einem dieser Gefängnisse, während ich noch verhört wurde, da waren wir etwa zu acht in einer Zelle und wir hatten die ganze Zeit keine Möglichkeit, die Zelle auch sauber zu halten. Also man hat uns überhaupt keine Mittel gegeben, um sauber zu halten, kein Papier etc. Und als dann das Internationale Rote Kreuz uns besuchen sollte, dann gab es plötzlich über Nacht dann all diese Mittel und man hat uns aufgefordert, dann sauber zu machen. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich 18 Tage keine Möglichkeiten, mich selbst zu duschen zum Beispiel. Hat sich erledigt bei euch oben rechts? Ja, ja. Okay, dann... Bist du drin? Ja. Sie sagen ja, dass diese Fälle alle gut dokumentiert sind. Das Problem besteht also nicht in der Dokumentation. Das Problem besteht ja eher darin, dass es nicht möglich ist, Öffentlichkeit sozusagen herzustellen, auch weltweite Öffentlichkeit herzustellen. Das müsste ja irgendwie das vorrangige Ziel sein. Wie kann man das, diese Informationen in die Welt bringen? Und es gibt ja Verteidiger, Rechtsanwälte, es gibt Ärzte, die dieses alles dokumentieren. Gäbe es da die Möglichkeit, dass all diese authentischen Zeugen dieser Verbrechen sich in irgendeiner Weise an die Presse, an die Weltpresse wenden, wenn es sonst keine Möglichkeit gibt, die Informationen zu verbreiten an die Weltpresse oder gezielt an westliche Politiker oder Politiker an der westlichen, in der westlichen Welt, dass man sich da auch hinwendet. معي إيش مؤثر بس باللغة العربية اللغة الإنجليزية، لكن في معي ست كتب عندهم عربي وإنجليزي يمكن يتصل عليها ما أعرف كيف يعني حتى إذا يعني كنا كده مشينا. Ja, das ist vielleicht sicherlich auch das Problem. Wir versuchen natürlich Sachen auch zu dokumentieren. Ich habe selber auch hier eine Broschüre, die sowohl auf Arabisch als auch auf Englisch ist. Das heißt, wer Interesse hat, der kann diese Information haben. Ich habe regelmäßig auch Berichte, die auf Arabisch geschrieben sind. Das sieht man beispielsweise hier. Das sind regelmäßige Berichte, die all diese Dinge tagesaktuell immer dokumentieren. يعني موثقة فيها بالأسماء وعن الأطفال وعن المرضى
موجود فيها بالاسم وشهر da werden dann konkret einzelne Personen, einzelne Gefangene mit ihrem Namen, mit ihren Aussagen dokumentiert, Kinder, Erwachsene, all diese Dinge werden immer, sofern, sobald sie verfügbar sind, die Informationen werden sofort dokumentiert und festgehalten. وأنا بالإمكاني بس أعود لفلسطين أني أخذ من نادي الأسير إيش باللغة الإنجليزية وأديك مع الإيميل تراني. Und wenn jemand Interesse hat, dann könnte ich schauen, was wir in unserer eigenen Organisation für Dokumentationsmaterial in englischer Sprache haben. Und wer Interesse hat, der könnte das auch dann per E-Mail bekommen. Ich habe jetzt einfach Informationen mitgebracht, so einzelne Informationsbroschüren in arabischer und englischer Sprache zu konkreten Themen, wie zum Beispiel die inhaftierten Jugendlichen, über inhaftierte Frauen, über die Foltermethoden etc. Also es gibt ein paar Broschüren hier, die speziell diesen einzelnen Themen gewidmet sind. Aber das Problem ist nicht dokumentiert, sondern jemand, der sich ein Party macht, nach dieser Dokumentation, nach dieser Veröffentlichung. Das ist, was wir brauchen, so zu machen. Nicht nur dokumentieren, nicht nur öffentlich, sondern wirklich ein Press Release. Das ist nicht Ihr Problem. Die Dokumente sind da. Ist alles dokumentiert. Nur der Zugang in die westlichen Medien sind nicht. Das ist das Problem. Westliche Medien. Das ist, also es wird hier festgestellt, dass das Problem nicht die Dokumentation ist, sondern in erster Linie diese Dokumente öffentlich zu machen, auch in der westlichen Presse vor allem. Also wir haben ja hier in der Tat ein Problem und dass wir uns heute hier treffen, ist ja ein Teil der Lösung. Also möglichst viele zu animieren, diese Informationen weiterzutragen, weiter zu veröffentlichen, zu helfen, dass sie einer möglichst breiten Schicht in der Gesellschaft dann auch bekannt gemacht wird, damit sich etwas ändert. Nochmal zur Dokumentation. Sie haben nach den Kindergefangenen gefragt. Es gibt eine Organisation, Defense for Children International. Die haben sehr viele Fälle von gefangenen Kindern in Palästina, also palästinensische Kinder, dokumentiert mit Zeugenaussagen. CDE. Ganz laut. Defense for Children International. Also Defense for Children International hat sehr viele konkrete Berichte dokumentiert über gerade Kinder, die in Haft sind, palästinensische Kinder, die in Haft sind. Okay. Das ist die Dame in der Mitte, bitte. Die haben sich vorgemeldet. Ich wollte Sie persönlich fragen, wie finden Sie die Zukunft Ihres Landes? Was stellen Sie vor, was wir machen? بالطبع كل إنسان بيتمنى أن تكون بلده أحسن البلاد ونعيش في حياة كريمة في دولة مستقلة تحت علمنا الفلسطيني يعني بيتمنى أطفالنا يعيشوا كباقي أطفال العالم إحنا ننعم بالحرية هاي كل تمنياتي لشعبي ولبلدي الوطني. Meine Vorstellungen und meine Wünsche für die Zukunft meines Landes sind so wie die Wünsche aller Menschen auf dieser Welt. Sie wünschen, in Würde leben zu dürfen, sie wünschen, in Freiheit leben zu können, dass unsere eigenen Kinder genauso in Freiheit leben können wie die Kinder dieser Welt. Das sind so unsere Hoffnungen, unsere Wünsche für die Zukunft. So, meine Damen und Herren, bevor wir Sie in die Freiheit entlassen, noch ein paar Anmerkungen. Wir haben draußen eine Liste, wo Sie sich eintragen können, also Name und E-Mail-Adresse. Dann können wir Sie, wenn Sie das wünschen, informieren über unsere zukünftigen Aktivitäten. Weiterhin, diese Art von Veranstaltungen kosten Geld, bekanntlich. Sie haben zwar Zuschüsse bekommen, aber die reichen bei weitem nicht aus. Und das wäre halt nicht schlecht, wäre ganz nett, wenn wir draußen eine Spendedose. Drittens, es gibt einige Leute, die an das Kulturreferat, an die Stadt Brief schreiben, sich beschweren über diese Veranstaltungen, die hier stattfinden.
Man mag sie nicht. Deswegen wäre auch ganz nett, wenn Sie auch schreiben. Ja? An das Kulturreferat, an die Stadt München, Burgstraße 4, 80331. Schreiben Sie Briefe bitte, dass Sie auch soziale Veranstaltungen wünschen. Ja? Nicht nur, dass Sie andere Seite Briefe schreiben. Ja? Und zum Schluss, nicht zum Schluss, vor dem Schluss, möchte ich Sie aufmerksam machen, nochmal an Herz legen, die Veranstaltung mit Nasrin Absultan am Donnerstag. Das ist die letzte Veranstaltung und ich denke, die wird auch so eine Art Highlight für uns sein. Also Nasrin ist, ich kenne sie nur von E-Mails, eine tapfere, agile junge Frau, sehr mutig und ich bin sehr gespannt, freue mich auf die Veranstaltung mit ihr. Und ganz am Schluss möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei Halima und bei unserem tollen Übersetzer.